Ja, geht los. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Live-Projekt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Team Biceps mit dem Freezy. Hallo Leute. King Biceps, King Biceps. So, genau. Die Arbeiten werden direkt wieder aufgenommen und gehen weiter, meine Lieben. Es ist so, dass wir mit einem Steuerfahnder ja hier letztes Mal zu tun hatten und ich muss zu Melu. Ja. Hey. Hallo, ich sehe gerade, da wurden unsere Wickelarbeiten festgesetzt. Also hallo erstmal, unsere Wickelarbeiten wurden fortgesetzt. Die Besprechungszeiten sind oben im Büro. Bitte einmal ins Büro. Wir können hoch. Achso, ja, da war keiner, deswegen gut. Ja, komm hin. Büro Dispo? Gut. Oh, ja, Entschuldigung, jetzt haben wir die Tür aufgemacht. Tut mir leid. Ach, der war noch geschlossen hier, bin ich immer so früh, ne? ja. Und zwar, die Wickelarbeiten werden fortgesetzt, habe ich gesehen. Ist noch ein Lohnarbeiter frei, um mit dem Idealfend weiter zu arbeiten? Wir haben einmal das Ernten hier bei Ihnen. Ja, genau, das ist das. Auf Feld 12, da ist einer, sollte einer durchstarten und perfekt. Der eine, der noch wickelt. Ja, Ihre beiden Aufträge werden aktuell bearbeitet. Sehr schön. Wenn dann einer fertig ist, wird man direkt, also vielleicht könnte sich ja jemand melden bei uns. Ja, oder hier im Büro anklopfen. So, wir haben nämlich noch eine Sache auf Feld 13 auch noch offen. Soll der dann, der Kollege, der erntet, auf... Was war auf der 13 offen? Ernten. Ah ja, klar, das kommt direkt nach dem Feld, was jetzt ist. Gut, das werde ich dem Kollegen sagen. Na, perfekt, dankeschön. Jo, bitte. Tschüss. Tschüss. Das ist jetzt komisch, warum macht er das? Komisch? Also, folgendes, und zwar uns wurde das, wir haben das Weizen verkauft und das wurde uns nicht gut geschrieben. Vielen Dank, meine lieben Freunde, für die Informationen. Das war sehr wichtig, weil es ist uns tatsächlich nicht aufgefallen, weil es gegen Ende der letzten Folge waren und die Gemüter schon wieder etwas hochgekocht durch den Steuerfahnder, der hier war. Die anderen Teams fanden das wohl nicht ganz so schön. Man muss immer so sagen, warum wohl? Ne? Wenn man nichts zu verbergen hat, muss man sich ja auch nicht aufregen, aber es gibt halt welche, die nehmen das zum Anlass, um sich sehr aufzuregen. Die haben dann wahrscheinlich ganz viel zu verbergen. Aber das ist ja erstmal heute nicht Thema. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir unsere Landwirtschaft hier weiter vorantreiben, dass wir hier weiter produktiv sind. Meine Trecker frei, ich kann ihn gerade nicht abtanken, aber das Unkraut ist wichtiger. Du brauchst nicht abtanken, weil ich bin mit dem Trecker unterwegs mit zwei Anhängern. Okay. Denk dran, gut. Du Felder, ich Wiesen. Ja. Okay, perfekt. So, wichtig wäre, dass wir unseren Drescher... Haben wir einen Drescher? Ja. Erntet unser Drescher noch? Nee, weil er abgetankt werden muss. Unserer muss abgetankt werden? Ja, ja. Wo steht er? Da sitzt der Piti drin. Der steht am Feld... Nee. Geh mal bitte runter. Der Piti, der soll in dem Idealdrescher vom LU weiter ernten auf der 14. Ja. Und sagt, der Abtanker ist unterwegs, falls der auch voll ist. Ja, der ist auch voll. Das ist das Problem. Okay, dann müssen wir noch zum Fahrzeughändler. Vielen Dank auch für den Hinweis. Wir werden natürlich den Tatra kaufen. Wir werden den Tatra LKW kaufen, nicht den MAN. Wie gesagt, wir nehmen immer 4 Folgen im Voraus auf. Das ist das Problem. Deswegen, wir werden den Tatra kaufen. So, okidoki. Ja. Wegen den Steuern werde ich dann noch was dazu sagen, etwas später. Warum ist das hier schon gewachsen? So, meine lieben Freunde, mal eben ganz kurz, es kam hier ein bisschen die Unruhe auf. Ich würde meine Klamotten nicht wechseln. Leute, was ist mit was? Mal eben kurz zur Info, ich sitze in einem Keller. Das ist eine Überziehjacke, die habe ich an, weil es hier unten arschkalt drin ist. Aber ich noch nicht so kalt ist, dass ich sage, ich mache die Heizung. Also ich habe hier nur eine Standheizung und die schluckt sehr viel Energie. Ich sitze hier mit der Überziehjacke und die hängt bei mir hier an der Tür. Also die ziehe ich, ich habe ein anderes T-Shirt immer an, aber die ziehe ich nur eben drüber, damit ich hier nicht so friere. Also, kurz beim Händler. Hallo. Guten Tag. Ein Riesenmalheur ist passiert. Guten Tag. Holla, ich höre. Ja, wir haben doch letztens bei Ihnen den MAN getestet. Genau. Ja, jetzt haben wir die neue Agravision Zeitschrift bekommen
Und da war zufällig der MAN und der Tatra, den es ja auch im Angebot gibt, im Test gewesen. Ja, das stimmt, das habe ich auch gesehen. Und da haben wir gesehen, dass zwar die PS-Zahl beim MAN die größere ist, aber der Tatra bedeutend mehr Zugkraft auf die Achsen bringt. Schon alleine, weil er eine mehr hat. Ja, genau. So, jetzt ist die Frage von uns, gibt es die Möglichkeit, weil so richtig ausgelöst hat man die Bestellung ja noch nicht, den Tatra zu bekommen? Also sie möchte ihn definitiv kaufen oder sie möchte nur Probe fahren? Wir würden den Tatra jetzt kaufen. Okay. Möchten Sie schon Preise oder? Ja, weil wir brauchen den sehr, sehr, sehr dringend. Also der Tatra kostet 121.000. Ja. Das Zugmaul dazu kostet 700. Ja. Und die gewünschte Lackierung von Ihrem Mitspieler, das Deutzgrün, kostet nochmal 3.000. Das Deutzgrün müssen wir stornieren leider. Okay, aber ja. Das war dann nicht, das war nicht ich dann. Nee, das waren Sie nicht, aber das Deutzgrün müssen wir leider stornieren. Okay. Okay, dann brauchen wir dazu den Trailed Lifter. Bei Diverses haben wir den bei Ihnen im Katalog gesehen, bei den Anbaugeräten. Den würden wir gerne noch mit dazu kaufen. Ja. Denn, was denn? Trailed Lifter. Der ist bei Anbaugeräte. Diverses. Aber das wissen Sie ja. Gleich wieder da? Oh, entschuldigen Sie, störe ich gerade? Nö. Ich wollte nur ganz kurz fragen, ob der Herr, der Bescheid gesagt hatte, dass der Rasen, dass die Ballen fertig gewickelt sind, diese mit den Sammelwagen, den wir haben, aufsammeln könnte und zur BGR fahren. Ob das möglich wäre? Amen. Super, dankeschön. Jo. So, da bin ich wieder. Ja, der kostet 15.000. Das habe ich schon gesehen. Sehr, sehr teures Anbaugerät. Ne? Für so ein kleines Ding da, das ist ja der Wahnsinn, ja. Oder? Und die Sämaschine fällt aus. Die Sämaschine fällt nicht aus, allerdings... Wird zurückgestellt. Wird erstmal zurückgestellt, aber da werden wir wahrscheinlich doch das größte Modell nehmen. Die Väterstadt Tempo L16. Ja, genau. Okay, ja, die kostet 129.000, wenn ich da richtig liege. Das sollte man noch hinkriegen. Genau. Perfekt. Also, dann darf ich den Tatra bestellen. Jawohl. Mit dem Trailed Lifter zusammen. Jawohl. Okay, mit Zugmaul, aber ohne Deutschgrün. Was für eine Farbe, einfach Standard lassen. Standard bitte, ja. Okay, perfekt. Werde ich so machen. Gebe Ihnen Bescheid, wenn er hier ist. Moment, was hat das Deutschgrün gekostet? Würde 3.000 mehr kosten. Nee, das wird nicht. Gut, dankeschön. Okay. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. So, ich habe jetzt den Tatra bestellt. Was hast du bestellt? Den LKW, den Tatra. Ja. Ach ja, meine lieben Freunde, ich habe es auch in die Kommentare gelesen. Ich habe den falschen... falsche Sämaschine bestellt. Ja. Sämaschine habe ich gecancelt erstmal. Ja, das war natürlich mein Fehler. Ja, und danke für den Hinweis. Also mir wäre es wirklich nicht aufgefallen. Ich dachte. Ja. Dachte, wir... Das wäre wirklich so passiert. Also ich dachte, ich hätte den richtigen genommen. War gerade eben perplex darüber, was der Randy da schreibt. Naja, jetzt gleich ist der Helfer da leer mit dem Pflanzenschutz, da muss ich dann Neues holen. Dann hauen wir hier den Helfer rein und mit dem eben neuen Pflanzenschutz. Dann setzen wir den wieder an zum Fahren und dann hole ich noch schnell Dünger mit der anderen Maschine. Ja, du hast den Überblick über die Felder, Düngen, Unkraut, alles safe? Ja. Okay. Ja. Der andere Drescher fährt der Helfer? Ne, das fährt der LU. Nee, einer sitzt hier im LU und der andere Drescher? Ja, den fahre ich gerade. Du fährst den anderen Drescher? Ja, aber jetzt haue ich Helfer rein und fahre mit dem Pflanzenschutztypen, ja. Der Helfer, der jetzt gerade nicht mehr weiterkam, weil der Tank leer ist, eben neue
ja, Herbizide holen. Ja, perfekt. Ich hab. Das Gras ist auch schon wieder fertig. Was? Ja, gedüngt ist hier 100%, die Sonnenblumen sind sauber. Ja, alles klar, die Sonnenblumen müssen nur noch wachsen. Wir haben zu früh um 8, ey. Wir müssen so viel Gas geben, ja, dass wir das hier gemanagt kriegen. Was ist mit den Raps hier? Gedüngt 0% Unkraut, auch fertig. Läuft, 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 läuft. Okay, unser LKW scheint fertig zu sein. Ich muss einmal zur Bürgermeisterin. Ja. Schauen wir nochmal eben rüber hier bei Feld 13, wie es hier ausschaut. Mal gedüngt werden muss. Auch gedüngt 100%. Kein Unkraut. Läuft, Leute. Läuft. So. Ja, hallo. Guten Tag. Herbizide. Ja. Die Bestellung ist eingetroffen. Sie dürfen es gerne bei mir abholen. Oh, perfekt. Ich habe eine Frage. Ja, okay. Nee, passt. Super. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich kann es auch später vorbeibringen, wenn Sie das lieber hätten. Aber es dauert noch. Nee. Würde noch eine Zeit haben. Nein, dann holen wir es. Okay, perfekt. Danke sehr. Für den Einkauf. Ja, gerne wieder. Tschüss. Dann sehe ich, dass ich hier mit dem Frontlader umfahren muss. Wir hatten das letzte Mal, entschuldige, dass ich störe, wir hatten das letzte Mal noch in eine Anfrage gestellt, die sollte noch bearbeitet werden. Wir hätten gerne einen Anhänger gemietet. Da wollten wir wissen, was da die Miete ist. Wir bräuchten dringend einen Anhänger. Könnte sogar ein Sattelauflieger sein, da wir einen LKW besitzen jetzt, seit neuestem. Kümmern wir uns. Also wir bräuchten was mit 40.000, um die 40.000. Schau mal eben bei uns auf dem Hof, ob wir gerade was frei haben. Moment. Wir hätten einen Joskin. Ja. Dreiachser sieht das von Weitem aus. Ich muss erst hinlaufen. Ich bin nicht der Schnellste, tut mir leid. Also wir haben ein Zugmaul, hätten wir hinten dran. Am LKW? Ja, wenn Sie da mal zum LU kommen, könnte ich Ihnen das Gerät zeigen. Und ich kümmere mich mal kurz dann darum, was es kosten soll. Genau, perfekt. Derjenige, der die Ballen einsammelt, ist der gerade beim LU? Ne, wo bist du? Ich bin jetzt gerade an der BGA, die erste Uhr. Die erste Lieferung. Können wir so machen, dass wir immer direkt die Gutschrift kriegen, wenn eine Lieferung angekommen ist? Also bei einer Lieferung an der BGA ist, dass man immer direkt die Beingutsche. Waren ja 350 pro 1000 Liter. 350 pro 1000 Liter, ja. Genau, ne? Gehen. Dankeschön. Bitte. Tschüss. 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 Gut, ich habe uns mal noch einen Anhänger organisiert. Ja. Boah, hier kommt echt was runter vom Feld, Alter. Gut, LKW ist am Start. Ich habe für den LKW nicht wundern. Ist so ein Gerät. Hinten nur mit so wie so ein ganz mini kleiner. Ich hab es gesehen, ja. Ich war gerade schon am Rätsel, was es ist. Ja, das ist, da hast du für den LKW quasi eine Dreipunktaufnahme. Kannst du alles hinten dranhängen. Ah, an den Tatra. Ja, das ist nice. Das ist nice. Ja, ich fahr jetzt fix zum LU. Jetzt überlege ich nur, ach, die sind ja an der BGA angesiedelt. Ich fahr jetzt nur fix zum LU. Kann ich den Tatra jetzt auch gleich schon benutzen? Nee, weil ich da gerade einen Anhänger hole für die Abtankaktion. Okay, weil ich bräuchte zum Ansehen, weißt du, was ich meine? Ja. So, Bruder muss groß. Hab gerade erstmal noch ein kleines Ding erledigt. Boah, ich bin so nice. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Keine Ahnung, da stand ein Anhänger mit quer auf der Straße, aber irgendwie liegt der jetzt auf der Seite, der war müde. Ja. Ja, so. Ja, die Jungs wollen uns hier verarschen, das müssen wir mal ganz klar sagen. Wir sollen. Warte, bevor du anfängst, deine Story zu erzählen, was machen wir mit dem Stroh, was hier auf dem. Pressen. Ich hab schon mit der Presse angefangen, fahr mal alles weg. Okay. Ich habe überlegt, ob wir einen zweiten Dings kaufen, einen zweiten Sammler. Ein Autostack, das ist alles Kapital, was eingerechnet wird. Ja. Und daher ist es egal, was sollen wir jetzt hier Haufen Kohle rumliegen haben? Fuck it. Ich brauch Abtanker. Ja, bin gleich unterwegs mit dem Anhänger. So, Pflanzenschutz ist wieder aufgefüllt. Das brauche ich jetzt nicht spritzen, Leute. Wenn ihr jetzt denkt, warum spritze ich das nicht? Wir haben direkt Saat, das geht dann mit dem dem Grubbern weg. Genau. Deswegen spritze ich das nicht. Deswegen fahre ich jetzt nochmal eben schnell Dünger holen mit der Maschine hier. Weil was macht die Bürgermeisterin da unten, ey? Ja gut, die sind ja per Du alle, ne, mit der Bürgermeisterin, ist ganz klar. Also da wird ja. Die sind ja alle, wie gesagt, schon gut befreundet.
Da wird ja alles genehmigt hier und da wird ja alles zugelassen. Ah ja, perfekt. Ende. Oh ja, dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Und ja, lasst uns das Däumchen da. Bis dahin, wir sind erstmal raus. Tschüss, das war das Geld für die Ballen übrigens.